Jungs, es ist wieder soweit. Ab jetzt immer mittwochs werden wir alle Packs, die die Woche rausgekommen sind, von EA ziehen. Heute kümmern wir uns um das Premier League Team of the Season. Unter anderem mit Hero Picks, mit Weekend League Rewards, mit 10x85 Plus Pack, wenn mich nicht gerade täuscht. Und wir haben einiges gezogen. Ich bin sehr gespannt, was ihr so gezogen habt. Deswegen schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wie war eure Woche? Was war der beste Pull? Wie habt ihr Weekend League abgeschlossen? Seid ihr allgemein zufrieden mit der Weekend League? Wie viele Upgrade Packs habt ihr gemacht? Ballert das alles gerne mal unten rein. Lasst natürlich sehr gerne auch einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir ja heute die 1500 Daumen. Kuss und Liebe geht raus. Plus, lasst ja gerne ein kostenloses Abo da. Ich würde mich persönlich freuen. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Wir haben einiges zu tun. Abfahrt ist angesagt auf dem Main. Let's go. Das Ziel natürlich hier wieder ist, viel zu ziehen. Viele Tots zu ziehen. Und das Schöne an der Sache ist, man kann hier auch die Premier League Tots draus ziehen. Ich sag's mal so, wir haben schon öfters welche gesehen gehabt. Und da waren ab und zu mal Premier League Team of the Seasons drin. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Wir haben einen, wir könnten noch einen machen. Den mache ich aber nur wahrscheinlich, wenn wir Premier League Tots rausbekommen. Gehen wir rein in 3, 2, 1. Start des Videos mit diesem Pick. Ich nehme den Kamavinga mit. Der ist wirklich, wirklich sauber. Aber nee, ich will nicht Kamavinga. Ich wollte den Premier League Tots. Aber ich sag's mal so, der wird wahrscheinlich immer noch seine 100, 200, 300k wert sein. Ich weiß es gar nicht. Sieht nicht schlecht aus. Aber all in all wollte ich Premier League haben. Ja, aber stabil fürs Team of the Week ist es auf jeden Fall. So, Boys and Girls, wir machen weiter mit unserem zweiten Foot Champions Pick. In der Hoffnung, dann doch nochmal ein Premier League Team of the Season zu ziehen. Plus, wir haben auch noch, nicht zu vergessen, den Hero Pick. Der muss natürlich sein, der kam ja am Freitag raus. Und den durften wir dann nochmal machen. Deswegen geben wir die ganze Sache ab. Ja, ein paar rote Infos. Klar, man hätte die irgendwo anders auch abgeben können. Aber ich bin ehrlich, nachdem wir Kamavinga haben, bin ich jetzt heiß, hier noch die zweite Champions League, ja perfekt, Team of the Season Karte vielleicht sogar zu ziehen oder die erste überhaupt in diesem Video. Wir gehen aber erstmal mit dem Hero Pick rein. Da kann natürlich einiges kommen, was wir überhaupt noch nicht haben. Wir haben aber allerdings schon relativ viel auch insgesamt. Mario Gomez ist am Start. Wir gehen rein in die ganze Sache. Wir machen unsere Augen zu, drücken R3 und starten rein mit folgendem Spieler Nummer 1. Ja, okay, das ist ein Torhüter. Das ist Dudek, den haben wir schon auf diesem Account. Ja, also ich weiß noch nicht richtig, was ich von diesen Karten oder von diesen Picks halten soll. Pick Nummer 2, wir machen weiter, wenn jetzt Campos kommt. Ja, kommt zumindest nicht, ist das schon mal ganz gut. Dazu haben wir 62 Verteidigung, 71 Physis, vielleicht jetzt ein bisschen höheres Dribbling. 88, dazu 85 Schuss, 90 Schießen und 88 Tempo. Also sowas wie ein Jungberg könnte ich mir halt vorstellen. Mehr aber auch nicht. Wir haben hier eine Food Fantasy, also Fantasy Held. Das ist Ricken. Ich bin ganz ehrlich zu euch, für viele von euch wahrscheinlich ein absoluter Lose. Für mich als BVB-Fan eigentlich eine super geile Karte. Also die nehme ich mit Kusshand, selbst wenn wir jetzt im dritten Pack oder im dritten Spieler überhaupt nichts hätten. Ne? Und da gehen wir rein mit 89 Ausdauer. Das sagt mir irgendwas, 89 Ausdauer. Keine Ahnung. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. 87 Dribbling sieht jetzt auch nicht so überragend aus. Passende 90 Schuss, 92 Tempo. Ist nochmal eine World Cup Hero-Karte. Vielleicht Völler oder so. Nee, Donovan. Okay, dann bin ich ganz ehrlich, der Pick war absolut gar nichts. Wir nehmen natürlich Ricken mit. Dass wir den vom BVB überhaupt haben, ist schon mal sehr, sehr cool. Vielleicht bringt uns das ja auch bei diesem Pick vielleicht einen Ticken Glück. Man weiß ja nicht. So ein Haller, oder Haller, wollte ich schon sagen. So ein Haaland in Rot wäre schon ganz sexy. Gehen wir rein in die ganze Sache. Wir machen das Ganze mit unserer wunderschönen Bildschirm-Fensteraufnahme. Ja, nicht Fensteraufnahme. Hier, Icon-Pack-Vorlage. Da müssen wir vielleicht auch mal noch was ändern. Wir gehen rein mit folgendem zweiten Pick. Food Champions 86 plus. Komm schon. Wir brauchen einen. Ich weiß nicht, oh wie Gott. Wir haben einen brasilianischen Team of the Season, den wir noch nicht haben. Es könnte ein Guimarães sein. Es könnte ein Rodrigo sein. Es könnte ein Gabriel Martinelli sein. Es könnte ein Ressus sein. Also da ist einiges übrig. Wir haben hier wahrscheinlich Douglas Luiz. Hier haben wir wahrscheinlich Lukaku. Gehen wir mal weg. Welches Rating haben wir? 89, okay, dann ist es Danilo. Dann, ja, ist es Danilo. Leider, leider Gottes. Der Team of the Season ist zwar da, aber ja, das tut schon weh. Keiner aus dem Premier League Team of the Season. Ich wollte dieses Risiko unbedingt eingehen. Ja, nehmen wir natürlich mit. Den haben wir zwar schon in Blau, aber in Rot sieht er einfach nochmal ein bisschen besser aus. Ich hätte es mir gewünscht. Die Chance gerade bei Brasilien wäre halt so gegeben gewesen. Ist leider nichts geworden. All in all, wir gehen weiter rein in die nächsten Packs und Picks.
Also let's go. Wir fangen an, Chat, mit dem teuersten Shop-Pack, was es jemals gab. Wahrscheinlich auch das krankeste Shop-Pack, was es jemals gab. 100 seltene Goldspieler, alle 81 plus. Also eine Pack-Wahrscheinlichkeit von dem Tots von 76%. Ich sage euch, wie es ist. Ich bin einer der 24%, wo nichts kommt. Also bei uns hat es ja aktuell gar nicht gegönnt. Ich muss dazu sagen, ich habe schon in einem Pack zusammen Ruben Dias und Guimarães gezogen. Das war irgendein Untrade-Pack. Da kamen die einfach raus. Ne? Also, wenn wir die jetzt ziehen, wäre es kacke. Aber wir gehen rein. In 3, 2, 1. Es muss einfach erstmal blau werden. Blau, blau, blau. Let's go! Was hier jetzt? Casemiro, let's go! Oh, ich habe jetzt gedacht, es wird wieder Guimarães. Das wäre halt ein Duplikat gewesen. Aber Casemiro ist sauber, Chat. Casemiro ist wirklich sauber. 94er, gehe ich mit. Ist halt schwierig. Das ist halt auch so eine Karte, die öfters mal in den Weekend League Rewards kommt, die wir ja auch noch öffnen müssen. Ne? Was ist dahinter? Dahinter können ja noch die Moments sein. Es könnte noch ein Ødegaard dahinter sein. Ein Zinchenko. Irgendwie sowas. Wäre halt geil. Come on. EA, wir skippen durch. Ah, oh, das wird gar nichts davon, Chat. Dani Olmo, Barella, Rolzek. Okay, Courtois, Lloris, Gündogan. Und das war's. Okay, wir haben 50 Duplikate. Oh, das war aber... Also, sind wir mal ehrlich. Da habe ich schon deutlich, deutlich bessere Packs gesehen. All in all, zwei Tots wäre geil gewesen. Hey, ich beschwere mich nicht über Casemiro. Wirklich nicht. Aber futtertechnisch hätte das schon mehr sein können. Aber ich bin zufrieden und das ist das Wichtigste. Hero Pick ist wieder am Start. 88 plus mal wieder. Sie haben recycelt. Heißt, wir lassen uns krachen. Wir haben jetzt so oft Stat Reveal gemacht, Jungs. Ich will einfach, Chat. Ich will einfach jetzt den einfach mal öffnen. Und gucken, was rauskommt. In 3, 2, 1, let's go. Leider kommt kein nichts mit Icons raus und... Hat sich ja mal wieder komplett gelohnt, das Pack. GG in den Chat für uns. Pick. Papa. Nee, geil. Wirklich, hat sich anders gelohnt. GG. Tots. Komm. Ah, das ist... Ja, gut, das ist schön. Das ist ja... Ich... Oh Gott. Viguru. Moin Meister. Oh, Chat, ich dachte jetzt, es kann ja nur Premier League Tots sein. Aber hey, 81 bis Doppel-Upgrade, der erste aus der EFL, den wir mitnehmen werden. Eine englische vierte Liga. Ja, ob wir den jemals einbauen, ist halt die andere Sache, ne? Aber ist okay. Wir gehen auf 40 hoch. Wir gehen mal rein. 11 mal 81 plus Pack. Schauen wir mal. Team of the Season, ne? Sehr geil. England, Innenverteidiger, wieder ein EFL-Spieler. Pierre Gianni. Ja, Superman. Weiß ich noch nicht, ob ich den unbedingt spielen werde. Aber Innenverteidiger, weiß gar nicht, ist der zweite Liga? Also wenn der zweite Liga ist, nehme ich schon mit. Aber vierte baust du halt auch gefühlt nie ein. Das ist halt super schwierig. Ich würde ja persönlich sagen, wir gehen erstmal auf 2x85 plus. Einfach auch mal ein großes, dickes Pack am Anfang jetzt mal raushauen. In der Hoffnung auf den Team of the Season. Ne? Das war aber, ja, die Hoffnung war da. Aber das war dann halt, war es dann halt auch wieder. 10x82, Tots. Ah, die waren halt wirklich nicht gut schon damals. Aber ein Tony Abi nehmen wir auf jeden Fall mit. 88er Rating ist da echt super. Plus noch ein Thiago Silva, Joao Felix. Haben wir den Trade zumindest? Nein, okay, da müssen wir den mal in der SBC reinballern. 10x82 plus Pack again. Wo ist der Tots? Komm, selbst den EFL-Tots würde ich mitnehmen. Hoch? Ah, Kevin ist am Start. Aber auch kein überragendes Pack. Vielleicht auch ein Walkout oder so. Oh, aber ein Man of the Match, das ist doch fein. Nächstes. Blau. Roberts, ne? Der war erst blau. Der war blau. Jetzt ist er es nicht mehr. Sehr, sehr schade. Aber das Pack allgemein war nicht gut, ey. Hilfe. Einen blauen aus den 10x82 Plusern, das wäre schon mal ganz nett, Chat. Das wäre schon mal ganz nett. Ich meine, Walkouts sind schön und gut, ja. Aber nö, ich will blau. Ah, oh, guckt euch das an. Letztes 10x82 Plus Pack. Und wir hatten wirklich keinen einzigen Team of the Season gefühlt drin. Das ist schon Wahnsinn. Es wird wieder ein Toni Kroos. Den hatten wir ja schon mal. Ja, perfekt. In welche SBC soll ich den denn jetzt geben? Hm, schwierig. Chat, wir machen mal das erste von 381 plus Premier League Packs auf. 75k haben die gekostet. Mal gucken, ob die worth sind, Chat. Mal gucken, ob die worth sind. Man of the Match, Mahrez. Ist aber gut. Ist halt ein 89er Rating. Das ist wirklich okay. Und dahinter noch ein Lloris. Gut, Walkout-technisch sieht das aber... Ja, naja, aus, ne? Naja. Direkt das zweite hinterher. Wieder Premier League. Jetzt, Tots. Die könnten halt auch sehr brüchig sein, ne? Wir haben davon halt wirklich nicht so viele gesehen. David de Rea, okay. Dahinter noch was Gutes. Boah, nur Duplikate. F in den Chat, Hilfe.
Nächstes 1181 plus Premier League Pack. Nummer 3. Drei Stück haben wir gemacht. 225k haben wir ausgegeben. Keinen Tots drin. Und im dritten haben wir nicht mal mehr ein Walkout. Also gelohnt hat sich das überhaupt nicht. Sind wir ehrlich. Okay, Eredivisie Tots Pack. Wir haben ja noch eins übrig. Deswegen das sehen wir direkt mal. Und es wird... Oh ja, den haben wir noch nicht, Chat. Sehr geil. Den hatten wir noch nicht mal. Gertruida. Das ist geil. Gertruida ist cool. Den nehmen wir auf jeden Fall mit GG. Wir gehen rein. Jetzt will ich was sehen. Jetzt brauchen wir die Team of the Seasons. Jetzt kommen die dicken Packs. Tots ist da. Nummer 42. England. Torwart. Ja, Ramsdale. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber stimmt. Ja, ich habe jetzt wieder gedacht, es ist irgendeiner aus der EFL. Aber Ramsdale 90er Rating nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist schon mal wichtig und richtig. Dahinter. Oh, Mbappé. Ich habe den noch nie gezogen, Chat. Mein allererster gezogener Mbappé. Hä, wie cool. GG in den Chat. Einmal Mbappé gezogen. Ich bin reich. Nächster 5x85 Pluser. Nächster Tots hoffentlich, EA. Ja, wieder. Komm. Premier League. Brasilien. Casemiro. Den haben wir schon. Aber hey, es ist okay. Es ist okay. Auch wenn wir den schon haben als Dupli. 94er Rating ist sexy, Chat. Weil dahinter kommt jetzt auch ein Ødegaard. Und Zinchenko. Bestes 5. Alt. Bestes 5x85 plus, was ich je gesehen habe, Chat. Einfach drei Team of the Seasons. Warum kann das nicht einfach Ødegaard und Zinchenko sein? Junge, was für ein Pack, Chat. Wahnsinn. Ja, gehen wir doch auf 45 hoch. GG. Das bedeutet 5x. 2x 86 plus. Wir fangen an. The Big Five. Erstes Pack. Team of the Seas ist da. Einen, den wir noch nicht haben. Torhüter. Ach, 91er Rating. Vigo Ruhe. Ja, okay. Den haben wir zum Glück abgegeben. Ja, und nochmal Ramsey. Ich kann das nicht. Zwei Tots. Ich weiß nicht, wie oft ich den heute noch sehen werde. Aber das ist zu viel, Chat. Das ist zu viel. Wir gehen weiter. Zweites 2x86 Plus Pack. Kein Tots. Ja, so viel haben wir halt auch nicht mehr. Also wir müssen halt... Ah, 86er ist halt beschissen, ne? Das ist halt kacke. Wir brauchen halt High-Rated-Karten. Nummer 3. Man of the Match. Oh, Olmo. Gutes Rating. 90er. Brauchen wir uns nicht beschweren. Das geht echt klar. Und ein Kevin Trapp. Aber Olmo habe ich anscheinend schon. Oh, perfekt. Zwei haben wir noch. Sehen wir hier noch einen Team of the Season. Ah, schwierig. Also, so 86er? Nee. Weiß ich nicht, ey. Also, da, so ein Tots wäre schon geil. Das erste Pack hat er mit zwei Tots auch gegönnt. Vielleicht das letzte und fünfte. Komm, bitte, Jay, bitte. Ja, Tots. Premier League, komm. England, Torwart. Nein, das ist nicht der Ernst, ey. Jetzt ziehen wir den schon wieder. Ich kann das nicht mehr, Chat. Das ist mir zu viel. Und ein Trent. Och, nö. Das war jetzt gefühlt der 10. Ramsdale. Squad Battle Rewards. Elite 1. Bedeutet, wir bekommen einen roten Community- oder Eredivisie-Tots-Spieler. Plus 250k Plex, plus 10.000 Münze. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommen wird. Community- Eredivisie-Tots-Spieler. Food Champions, der ist rot, Chat. Der ist einfach rot. Come on, ey. Und jetzt gönne daraus. Gönne daraus was Geiles. Bitte. Niederlande. Ralle Fährmann, Chat. Ralle Fährmann, der Chemnitzer. Ralle Fährmann, der Chemnitzer. Big W. Ah, scheiße, ey. Das tut weh. 3x84 plus. Bitte. Ah, Rüdiger, okay. Ja. Ja. Ja, okay. Ist besser als 3x84er. Den 1 von 2 Cent 85 plus Pick. EA, gönne Team of the Season. Irgendwas. Bitte. Ja, let's go! Zinchenko Arsenal! Na bitte! Da hat sich das Ding doch gelohnt. Anmelde, tägliche Challenge. Super, super. Zinchenko schmeckt anders. Ich will ja jeden Arsenal-Spieler haben. Da ist Zinchenko echt, echt geil. Egal, was der kostet. Ich freue mich drüber. Let's go. Jetzt 10x85 plus. Wir machen ja 3, Chat. Wir machen ja 3. Ich bin unfassbar sehr gespannt. Come on. Die Hälfte der Karten, die wir hier drin haben. 5 Karten sind Duplikate. Da sehe ich doch den Ramsdale schon kommen. Spieler 1 ist Sommer. Spieler 2, Gulaschi. Spieler 3, Lotzek. Oder wie ausgesprochen wird. 87. Nummer 4, wieder Zinchenko.
Wir haben aber jetzt noch ein Duplikat. Kommt jetzt noch Casemiro? Ist das ein krankes Pack jetzt schon? Wir haben zwei Tots drin. Und beide haben wir schon. Das ist hart. Da haben wir einen Thiago, Koulibaly, noch drei Spieler, Chat. Verratti, noch zwei. Ter Stegen, noch einer. Bitte ein Tot, den ich schon nicht habe. Nein. Oh, ist das hart. Das ist so ein hartes Pack, Chat. Also vom Rating her wirklich, wirklich, wirklich stark. Aber dann ziehst du schon zwei Tots raus. Dann hast du beide schon. Das ist schon, das tut schon weh. Darf ich das mal sagen? Aber gut, packen wir in den SPC rein und weiter geht der Lachs. Okay, wir gehen rein. 500 FIFA Points. Premier League Tots Grundlagenpack. Lass uns überraschen, Chat. Lass uns überraschen. Man of the Match, Mahrez vielleicht. Ist ein guter Pull. Aus 500 FIFA Points. Macht's auf jeden Fall nicht nach. Denkt dran, Shoppacks werden wir immer nutzen, um einfach nur zu gucken, was halt möglich ist. Aber das war okay. Nächstes Pack. 30 Seite Goldspieler, 2x86 plus. Team of the Season 42%. Wir gehen rein. 1000 FIFA Points. EA, zeig mir, was du kannst. Team of the Season. Bitte ein guter. Ja, gut, das ist halt Isaac Kappa. Kjörg Heres. Sieht auf und werten jetzt auch nicht so bad aus, wenn ich das mal sagen darf. Aber der Rest ist halt, naja, 4-4. Da musst du mal halt gucken, ne? Ist dahinter noch was? Nochmal ein Mahrez. Und ein Trapp. Ja, ist okay. Ist okay. Letztes Pack erstmal. Bevor es in die Premier League Upgrades geht. Das ist halt nochmal ein geisteskrankes Pack. 50 Seite Goldspiel, 81 plus, 3x87 plus. Rating. 78% Tots-Wahrscheinlichkeit. Come on, EA. Gönn uns einen Premier League Tots. Ach du Scheiße, wir haben gar keinen. Ja, perfekt. Wir haben keinen Tots. Das war's komplett, Chat. Das waren 20 Euro komplett weggeworfen. Aber komplett weggeworfen, Chat. Ach du heilige Scheiße, Chat. Das war's komplett, Chat. Macht die Dinger nicht. Ja, so attraktiv sie erscheinen, macht sie nicht. Macht sie einfach nicht. Ohne Mist. Gebt das Geld woanders aus. Ohne Spaß. Also, Männers, wir gehen rein in die Weekend League Rewards. Leider Gottes hat es nicht für 14 Siege diese Woche gereicht, sondern nur für 13 Siege. Super, super bitter gelaufen. Muss aber ganz ehrlich sagen, es war eine absolut harte Weekend League. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber, all in all, wir haben einiges schon auf diesem Account drauf. Wir brauchen zum Beispiel keinen Diaz mehr, keinen Guimaraes, keinen Ramsdale, keinen Zinchenko. Wer war es noch? Kein Casemiro. Also wir wollen auf jeden Fall in Rot die wählen, die wir noch nicht haben. Ich würde mich riesig über die Arsenal-Spieler freuen. Ob das eine Ødegaard ist, ein Saliba oder sonstiges. Wir gehen einfach mal rein in die ganze Sache und ziehen direkt erstmal den 87er Lindelöf. Ist vielleicht ein guter Start fürs Premier League. Tots Nummer 2 wird sogar auch nochmal ein Team of the Season. Den können wir sogar nochmal reinballern. Da haben wir nämlich schon 58 jetzt, was schon mal sehr, sehr schön ist. Und wir haben natürlich die beiden. Denn Erling Haaland würde ich schon gerne mitnehmen, bin ehrlich. Aber dadurch, dass ich den Totti habe, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir gehen mal rein, Chat. Abfahrt ist angesagt. Wir machen jeweils einen R3-Pick. In Martinelli, in Saka würde ich alle mit Kusshand mitnehmen, Chat. Come on. Gehen wir rein in die ganze Sache. Ich mache die Augen zu. Ich drücke R3. Und der allererste Spieler, den wir haben, ist Casemiro. Haben wir schon in Blau, ne? Haben wir schon in Blau, sieht aber, sind wir ehrlich, sehr, sehr geil aus. Mit dem roten Trikot, das stimmt alles miteinander. Nummer 2, Bruno Guimaraes, auch diese Karte haben wir schon. In Blau, sieht aber auch geil aus. All in all sieht der Pick eigentlich nicht schlecht aus. Dritter Spieler und letzter wird Trippier. Das sind alles drei Spieler-Chat, die wir schon als normale Team of the Seasons haben. Das ist wirklich hart, Chat. Das ist wirklich hart. Ich gehe mit Casemiro, Jungs. Ich gehe mit Casemiro, weil highest rated und stimmt und sieht am Geist in Rot aus. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Nummer 2. Ah, tut weh, Chat. Tut weh. Nummer 2. Come on. EA gönne. Zinchenko. Den haben wir übrigens auch schon. Ey, das kann nicht sein, dass wir jetzt nur Karten ziehen, die wir schon in Blau haben. Ey, come on, EA. Nummer 2. Ødegaard. Let's go. Ein neuer Spieler. Ein Arsenal-Spieler. Ich bin sehr zufrieden. Ist okay. Ist okay. Und jetzt der Erling Haaland. Oh, Martinelli. Let's go. Doch, das ist super, Chat. All in all, trotzdem geil. Geiler Arsenal-Pick. Sehr, sehr cool. Martinelli nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr geile Karte. Fühle ich absolut extrem. Und bin sehr, sehr happy, dass er da ist. Weil Ødegaard hat vielleicht jeder. Martinelli halt nicht. Für mich persönlich bin mega zufrieden mit den Rewards. Ohne Spaß. Aber müssen wir Abschluss erstmal, Chat. Oh, Trotz. Wo kommst du her? Jawohl. Team of the Season. Ich weiß gar nicht, was das für ein Pack war, Chat. What? Wo kam der jetzt her?
aus dem 2-Spieler-Pack. Einfach so. Einfach reicht, Chat. Big, gehen wir rein in die ganze Sache. Es sind natürlich auch Upgrades gekommen. Die werden wir auf jeden Fall nutzen. Ne? Wir werden so als Zips haben wir gerade abgeschlossen. Wir werden die recraften. Ne? Mal gucken, ob wir da was drin haben. Wir werden aber hier nicht eskalieren auf dem Account. Deswegen hoffen wir mal, in so 20, 25 Stück den ein oder anderen Tots zu ziehen. Ob uns das gelingt, ist halt die andere Sache. Weil so gut kann ich sie mir halt nicht wirklich vorstellen, dass du ja alle 3, 4 Packs einen Tots ziehst. Wäre halt auch absolut OP. Let's go. Oh, erster Walkout aber, Chat. Hey, super. Thiago Silva, komm zu Papa. Sehr gut, nehmen wir mit. Ist erstmal nach dem zweiten Pack wirklich fein. Oh, Walkout again. Endlich mal wieder. Wieder Thiago Silva. Nein, Fabinho. Oh, ich dachte jetzt schon, wir ziehen nochmal den gleich, ne? Das wäre wirklich bodenlos gewesen, ne? Ja, aber ist okay. Ja, nächster Walkout. Aber noch kein Dots gezogen. Wir kommen langsam dem Ende entgegen, ne? David Reas am Start. Da geht mehr, Chat. Da hätte ich mehr erwartet, bin ich ehrlich. Kanté kann man halt machen, wenn man eh zu viel Futter übrig hat. Wir ziehen übrigens gerade Trent, was auch ganz geil ist. Aber Tots fehlen halt immer noch hier. Ein bisschen Futter ist auf jeden Fall not bad. Die letzten beiden Männers. Ziehen wir noch den Team of Disease oder müssen wir wirklich sagen, die paar Dinger, die wir hier gemacht haben, haben sich absolut nicht gelohnt. Das ist die große Frage, die wir uns jetzt hier stellen. Letztes Pack auf dem Main, um mal zu schauen, ob sich das ganze Ding hier gelohnt hat mit den Upgrades. Das waren jetzt, glaube ich, so an die 25 Stück. Kein Tots, 3, 4 Walkouts, okay. Aber all in all, blau wurde es leider Gottes nicht. Was haben wir denn noch, Chat? Okay, wir machen mal ganz kurz noch die 2 Packs aus dem Weekend League Rewards auf. Das ist nochmal ein 50er und ein 125er. In der Hoffnung, dass wir was haben. Ne? Aber es sah eher nicht so aus. Das wäre jetzt so ein Rashford Tradable aus dem 125er. Ach, perfekt, wir reden nicht weiter drüber. Ey, aber 2 Walkouts. Big, Chat. Big. Ja, hier nochmal 5k. Nochmal 5k, Chat. Big W. Dann machen wir das 85-Plus-Spieler-Pack auf. Mal gucken, ob da was rauskommt. Es wird zumindest ein Walkout. Und das wird der gute alte Parejo werden. Ne? Ja, statt 85 ist 86 ist super. Chat. Überragend. Wir wollen kein Duplikat, Chat. Das ist das Einzige, was zählt. Wir wollen kein Duplikat. Ich hätte am liebsten hier Ödegaard oder Saka draus. Premier League Tots Spieler Pack aus dem Premier League Tots Cup. 10 Siege haben wir geholt. Ödegaard oder Saka. Bitte einer von beiden. Come on, EA. Nein, der Schlechteste. Es ist so bodenlos. Warum schon wieder Ramsdale? Nö. Will ich nicht. Letzten 2 Packs des Videos. 11x81 Plus Upgrades. Wir haben 2 Stück. Ich brauche noch einen Ödegaard. Ein Ödegaard ist noch hoffentlich möglich. Erstes Pack Kacke. Kennen wir von dem Best-of. Trent ist am Start. 87er Rating. Erstes Pack. Das zweite muss knallen, Männers. Das zweite muss knallen. Letztes Pack des Videos. Da haben wir alle... Ah, vorletztes. Wir haben noch das Pack. 8 Premier League-Spiele haben wir auch noch bekommen. Ja, hätte ja klappen können, dass wir hier nochmal was Gutes rausholen. Schade. Marmelade. Aber jetzt gehen wir über zum letzten Pack. Nochmal das 81 Plus mal 11 Premier League Pack. Lassen wir uns überraschen, Chat. Lassen wir uns überraschen. Dann starten wir in eine neue Woche rein. Come on, EA. Ödegaard, ich will dich. Es ist unfassbar, ne? Das sind 5 Stück, Chat. 5 Packs haben wir davon geöffnet. Wir hatten keinen einzigen Team of the Season, ne? Und wenn man sich das Best-of mal anguckt von gestern, das war absolut insane, was ihr da drin hattet. Und ich habe 5 Stück geöffnet schon, weil ich 3 angespart hatte. Und hatte hier wieder gar nichts drin. Ich brauche den Ödegaard noch. Das zweite Mal, dass dieses Shop-Pack zurückgekommen ist, ne? Diesmal, das ist Wahnsinn, Chat. Das ist Wahnsinn. Also, 50 Seite Goldspieler. 81 Plus ist zum zweiten Mal da. Wir gehen rein. Wieder 20 Euro, die da weggehen. Macht das nicht nach, Chat. Wir hoffen auf den Team of the Season. Wir kriegen einen Team of the Season. Wir kriegen einen Jamaikaner. Und das ist halt schon eine absolute bodenlose Frechheit, Chat. Ich sage euch, wie es ist. Macht die Dinger nicht. Gebt dafür kein Geld aus. Ich sag euch, wie es ist. Ja, es gibt manche, die haben da echt viel Packluck drin. Aber das, Chat, klar, ein paar Walkouts ist schön und gut. Aber das ist halt einfach nur bodenlos frech, Chat. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Es ist bodenlos frech, Chat. Wahnsinn. Gehen wir mal rein. EFL Tots Spieler Pack ist noch rausgekommen. Also, Akpom ist, glaube ich, der teuerste, wenn mich nicht gerade sage. Ich habe keine Ahnung, wen man da alles ziehen kann. Wir lassen uns einfach überraschen. Ne? England, LM. Oh, das ist der 88er Hoskins. Oh, ich glaube, den haben wir schon, Chat. Oder haben wir den noch nicht? Nee, haben wir sogar noch nicht, aber der wird halt 20k kosten. Das war halt bodenlos. Das kommt ja auch jeden Tag. 81 plus, ne? Gehen wir rein. Mal 11. Wir haben bis jetzt noch... Das ist das 6. Pack, was wir ziehen, Chat. Das 6. Pack. Ich hatte in diesen Packs noch keinen einzigen Team of the Season. Ne? Nachdem wir halt wirklich Team of the Seasons gesehen haben, ohne Ende, wo wirklich Leute 4 Stück drin hatten. Ich habe 6 davon geöffnet. Es ist auch nichts drin. Bodenlos.
Wir gehen zum letzten und damit wieder größten Pick. Pack. Es kam nochmal das gleiche Pack. 500k. Ich sag so, wie es ist. Wir gehen rein in die ganze Sache. Abfall ist angesagt. Let's go. EA, gönne. Bitte. Wir hatten im ersten nur Casemiro. Brasilien, ZM, Guimarães. Haben wir leider Gottes schon. Aber die Möglichkeit auf Martinelli und Saka besteht. Martinelli haben wir ja in Rot gezogen. Saka würde ich anders fühlen. Saliba wäre geil. Come on, EA. Gönne was dahinter. Irgendwie. Bitte. Futter ist zwar ganz gut. Chills ist der nächste Tots. Okay. Duplikate sind's noch. Kjokeres und Bruno Guimarães. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, EA. Aber bei mir gönnen diese Packs nicht so wie bei euch. Sehr, sehr schade. Wirklich. Hier wäre nochmal die Chance gewesen, den dicken Fisch zu ziehen. Aber Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich sag's euch immer wieder, FIFA Points Packs, ja, sie sind attraktiv. Ja, da gibt's halt wirklich eine gute Wahrscheinlichkeit, was Geiles zu ziehen. Lasst es sein, steckt das Geld, geht essen mit eurer Frau, Freundin, geht ins Kino oder sonstiges. Ich bin auf jeden Fall raus, wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Kuss, kuss.